Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Porsche. So, Raddampfer, den wollen wir ja bauen. Und die Gummiriemen, die müssten wir heute eigentlich... Warum haben wir die nicht fertiggestellt in der letzten Folge? War das nicht so, dass es eigentlich fast fertig war? Egal. Waren wir jetzt schnell fertig, dann sind sie auf jeden Fall fertig. So. Können wir aufsammeln. Und die. Dann gucken wir mal. Ach, erst Lama streicheln. Warum ist das jetzt ein unpassender Ort? Fahr mal hier lang. Komisch. Muss man nicht verstehen. Ich sitze heute so bescheiden auf diesem Stuhl. Irgendwie ist der falsch. Huch. Ich habe ihn nochmal gestreichelt, weil ich mich so über meinen Stuhl aufgeregt habe. Okay, zurück. Und du gehst bitte zurück in dein Häuschen. So, was sagt die Loyalität? Die ist füttern und nicht Loyalität. 45, okay. Okay, Brief haben wir auch noch. Dann sammeln wir den Brief mal ein. Vom Rathaus. Suki, ich habe eine tolle Idee. Toll für dich und für Porsche. Triff mich so schnell wie möglich. Ich wollte gerade sagen, Hausmeister gehen. Nee, aber er ist ja der Bürgermeister. Ja, machen wir doch. Das braucht noch 2 Tage und 17 Stunden und das noch 7 Stunden. Wir brauchen ja noch für diesen einen Pflanzenaufsteller, den ich bauen möchte, brauchen wir noch Hartholzdielen. Daher muss irgendeine Maschine mal fertig werden. Alice noch. War das überhaupt Alice? Doch schon draußen. Da kam gerade irgendjemand raus. Warten wir mal kurz. Ach, Nora. I can actually see where Toddy's coming from. It's too bad he couldn't use a more peaceful way to air his frustrations. Ja, das stimmt. Hallo! Wir haben ordentlich Geld bekommen. Dann nehmen wir uns gleich einen neuen Auftrag. Aber erstmal gehen wir zu Gale. I hope everyone gives Toddy another chance. With society as small as it is nowadays, it's hard to find a place to belong. Ah, nice to see you. I mentioned in my letter that I'd had a great idea. I was having some backaches, and I got to thinking, you know how we have some hot springs over on the Western Heights, right? Might as well put them to good use. We could build a hot springs retreat. Somewhere to relax and take a moment to yourself in this hectic and dangerous world of ours. Everyone passing through here will want to visit the famous Porsche Hot Springs, giving our economy a boost. How does that sound? Now, I have Albert doing some preliminary groundwork. He'll be assigning jobs to the builders interested in this project. Are you interested? Natürlich sind wir interessiert. Fantastic! I can picture myself soaking in the hot springs already. Albert will give you the commission once he's ready. Okay, Villa an den heißen Quellen. Auf Nachricht warten. Ja, dann warten wir mal auf die Nachricht. Mal sehen, wann die kommt. Dann holen wir uns jetzt auch nochmal einen neuen Auftrag ab. Na, Antoine. Damit sich deine Arbeit auch lohnt. 2 Armstrecker kommen, das kriegen wir doch locker hin.
So, wir brauchen Bronzebarren 2 Stück. 2 Stück oder 4 Stück? 4 Stück. Machen wir die mal hier in den großen Öfen, die laufen gerade sowieso nicht. Um einmal an und hier auch 2 Stück. Ach, sag mal, können wir die Paddel eigentlich schon bauen? Machen wir das doch glatt. Und setzen die schon mal ein. Und Verbundholzbretter müssten wir eigentlich auch schon einsetzen können. Weil wir haben ja noch ein paar extra gemacht für unser schönes Blumengestell. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Aluminiumplatten. Ja. Habe ich mich da verzählt? Ja, warte mal, das ist ja immer noch ein bisschen Materialersparnis. Ich brauche nur 20, okay. Das ist manchmal, da rechnet man halt, man kann ja nicht 0,6 Platten herstellen. Daher ist, wenn man viel herstellt, immer irgendwann was übrig. Okay, haben wir sonst noch was hier zu tun? Da können wir schon mal eine Töpf-Töpf-Haltestelle bauen. Können wir schon mal wieder vorbereiten. Der Raddampfer steht da ja. Gut. Haben wir schon mal Bronzerohre? Warte mal, Töpf-Töpf war falsche Taste. Montage, Töpf-Töpf war hier. 2 Bronzerohre, 4 Platten. Hartholzstiel. 3 Faserstoff. Also 2. Faserstoff, haben wir den noch? Warte, der ist bei Stoff. Haben wir. Wobei, wir können ja auch die 3 nehmen, die wir brauchen. Nee, Hartholzdielen haben wir zufällig. Hätte ja sein können. Faserstoff, Hartholzdielen und Bronzeplatten. Ja, da müssen wir leider noch ein bisschen warten. Wie sieht's hier aus? Wie lange braucht ihr noch? 2 Stunden. Komm, wir gehen mal den neuen Reliktscanner ausprobieren. Wir gehen mal. In welche gehen wir denn? Irgendwann hat man die Qual der Wahl. Ach, wir gehen in die hier da oben. Erstmal mal wieder eine neue Ebene. Und den Wochenpass. So. Und jetzt sehen wir immer alles, was das ist. Schmiermittel. Wir wollen aber jetzt ein paar Relikte jagen gehen. Wie viele Punkte man plötzlich auch auf einmal sieht, ne? Wobei, da war 1. Gehen wir mal dorthin. Und uns die Energielampe. Teil 3. Brillenglas mit. Ja gut, ein paar Kisten können wir auch mal einsammeln. Da ist ja immer ganz guter Loot drin.
und so kann man natürlich dann, wenn man es drauf anlegt, gut Relikte jagen oder sammeln, die man gerne dann, oder die man bräuchte, um halt die zusammenzusetzen. Ja, wir haben ja voll viele Datendist ausgegeben. Wir müssen wieder mal ein paar welche finden. Halbkreise. Es scannt halt auch sehr schnell, man muss ein bisschen vorsichtig sein, man darf sich da nicht so viel bewegen. Da ist ein Soldat mit Axt. Okay, wir sehen aber schon, es geht schon wieder auf die Abendstunden zu. Das heißt, wir gehen mal zurück und bauen mal weiter an unseren Projekten. Damit der ganze Tag nicht so... Jetzt bin ich nur den ganzen Tag in den Ruin rumhopsen. Warte, das sammeln wir auch noch mit ein und dann packen wir mal alles weg. Alles sortieren. Ach, guck mal, das sind sogar zwei Reliktteile, die wir noch nicht hatten. Wo haben wir denn die Relikte? Ne, die waren hier irgendwo, ne? Die sind fertig, das heißt, wir brauchen 5 und waren das 8 Hartholzdielen? Ja, also 13 Hartholzdielen. Das ist schon abgeschlossen. Ja, und dann bleibt uns für den Tag nichts mehr zu tun. Halt, nee, Quatsch, wir können die Armstrecker noch bauen. Das sollte ja, die Barren sollten fertig sein, das heißt, wir könnten die schnell bauen. Und die dann Sam geben. Da steht Emily. Auf wen wartest du denn, Emily? Blaming himself big time for what happened. But you know, you can't stop everything all the time.
Das stimmt, das habe ich letzte Folge auch gesagt. Hey! So, nochmal Armstecker gebaut. Sagen wir unserem Schatz nochmal Lou. Well, it's just some extra work. Mr. Musa was nice enough to cover it for us. I hope Toady doesn't go crazy once he's let out. Darling? Jetzt sei doch mal nicht so. I heard there are a lot of pretty items on Starlight Island. It's probably a lady's dream world. Bestimmt. Komm, wir interagieren mal. Okay, zurück. Auf Nachricht warten und den Raddampfer bauen wir immer noch und unseren Handelsauftrag haben wir abgegeben. Dann können wir jetzt ins Bett gehen, am nächsten Tag uns einen neuen Auftrag abholen. Wie viel Geld haben wir denn schon? Der 33.000. Geht voran. Wir brauchen zwar noch über 100.000, aber wir schaffen das. Einmal aufstehen. So, hier liegt Pup. Mal sehen, ob wir jetzt unser Tierchen streicheln dürfen. Jetzt geht's. Also erklär mir das mal einer, ja? Erklär mir das mal einer, warum das mal geht und mal nicht. Sieht's denn aus? 47. Achso, müssen wir hier mal wieder Dünger nachfüllen? Wahrscheinlich schon. Oh, war der fast leer? Wir haben 30 nachfüllen müssen. Aber die Beete waren hier alle noch befüllt, also ist alles gut. Oh, es wird ein großer Salat. Anscheinend. Hey! Mally has been asking me a lot about the str- Das hast du uns schon letztes Mal erzählt. Vom Rathaus. Wir veranstalten das jährliche Geisterjagdfest am Tag der Erinnerung in einer Woche. Wenn du teilnehmen willst, komm bitte pünktlich an und melde dich an. Danach veranstalten wir den Gang der Erinnerung zum Friedhof und bitten um den Segen der Vorfahren. Hey Suki, wir brauchen noch einige Dinge von dir für den Rückzugsort an den heißen Quellen. Wir brauchen eine angetriebene Pumpe, damit das Wasser sich bewegt und ein Heizgerät, damit es warm bleibt. Schaffst du das? Du musst mit den Damen im Forschungszentrum sprechen, um die Baupläne zu erhalten. Klar schaffen wir das. Das heißt, wir gehen jetzt zu Petra. Vorher holen wir uns wieder einen Auftrag ab. So wie Higgins das gerade macht. Und dann geht's zu Petra. Gucken wir mal, was wir brauchen. Was nehmen wir denn? Blumenteppich? Leinvorleger. Nehmen wir den Leinvorleger. Nehmen wir den. Ich glaube, davon müssen wir wieder farmen gehen. Leinen. Wo war das denn nochmal? Muss ich gleich nochmal nachgucken. You need a water pump and a water heater for the hot springs inn? The powered pump shouldn't be a problem, since Portia already uses one for its water supply. We'll see about the heater. I'll need 5 data disks to help me with the research. Klar, die haben wir doch. Great job. I'll get started on the research right away. Gut, sehr schön. Ja, guck, wir haben noch 25. Ist alles kein Problem. Ja, das finde ich auch gut an dem Spiel, dass so wichtige Sachen, die du dann brauchst, dass die nicht unendlich viel Datendisk brauchen, nur halt die optionalen Sachen natürlich. Das finde ich ganz cool.
Hallo, Ardit. Ich will mit dir reden. Hi. There are actually a lot of ruins around. See you. Guck mal, da steht, Jua? Nee, doch, Jua. Since I'm a fisherman like Toady, I can see where he's coming from. But sometimes, you just have to go with the flow. I can still fish in the other spots around Portia. Hello! I wonder if there are any good fishing spots. Stimmt. See you. Aber ob man denn noch angeln darf in einem Naturschutzgebiet, ist ja... Hello. Ist ja nicht immer so klar, ne? Bye. Also eigentlich ja nicht. Wenn du ein Naturschutzgebiet hast, eigentlich darfst du dann nicht angeln. Wo Dana wohl hin will? Okay. Dann einmal alles wegsortieren. Schauen, was unsere Maschinen hier so sagen. Und dann würde ich einmal ganz kurz nachgucken, wo wir Leinen herbekommen. Oh, guck mal, hier ist was fertig. Mal ernten. So, Apfelbaum, das wird der Aprikosenbaum. Und was haben wir hier? Ach, den Kristallbaum. Ich gucke einmal, wo es Leinen gibt, weil ich glaube, wir haben nicht mehr so viel. Nur noch 4. Und für einen Leinenvorleger brauchen wir ein bisschen mehr als 4, bin ich der Meinung. Wir schauen einfach mal. Leinenvorleger. Ach, Spinnennetz brauchen wir auch noch. Von Landwirtschaft. Ach, ich weiß, woher man Leinen bekommt. Wir müssen einmal zu Carol und dann gehen wir uns Spinnennetze holen. Von den ganzen kleinen Spinnchen. Endlich mal kleine Spinnen. Boah, ich finde das immer noch so gut, dass es mal keine Riesenspinne ist. Finde ich echt klasse. Meine Riesenspinnen sind vielleicht ein bisschen eindrucksvoller als Gegner. Aber ja. So, dann schauen wir doch mal. Leine. Nehmen wir alle. Auch wenn es jetzt wieder teuer. Ach, wobei 290 ist jetzt teuer. Das Geld kriegen wir locker wieder rein. Ich kann halt gerade nicht. Wenn wir jetzt ein bisschen sparen wollen, können wir halt nicht dauernd Tausende ausgeben. Aber mal sowas nachzukaufen, ist nicht schlimm. Die Spinnen müssten. Liefen die nicht hier rum am Wüstenrand? Gucken wir nochmal. Abbrechen. Ich will mit meinem Reittier hin. Ich will so weit laufen. 3 Spinnennetze, also brauchen wir 9. So, hier wollen wir hin. Da müssen wir zwar noch ein Stückchen reiten, aber das kriegen wir hin. Wofür haben wir denn das Reittier? Da laufen sie doch schon rum. Perfekt. Ja, die haben mich vergiftet. Nochmal die Käfer hier wegmachen. Nerven nämlich. Ja,
Wir haben schon 9 Netze, aber ich glaube, ich würde noch mal ein paar mehr holen. Die auch noch hier hinten. Nicht mitbekommen, dass die Mama schon da ist. Da gibt es mal wieder flexible Fasern. Können wir auch mal gut gebrauchen. Um uns dann die neuen Sachen zu kaufen. Hey, bleib hier, kleine Spinne. Okay. Dann ab nach Hause. Wir haben genug. Nochmal Markiefer haben. Schon wieder abends. Wenn man so Sachen dann explizite Sachen fahren muss, geht der Tag immer so schnell vorbei. So, auf nach Hause. Geh mal in den Stall. Das ist fertig. Okay, wir schmelzen jetzt einfach mal ein paar Bronzebarren ein, damit wir die Platten bald schneiden können. Weil die Aluminiumplatten brauchen halt echt noch ein bisschen. So, dann schmeißen wir doch mal die Leinvorleger an. Das sollte dann ja in der Nacht alles passen. Aber jetzt haben wir immer noch 10 Netze. Das ist doch. Das ist richtig. Da haben wir ein bisschen mal, falls wir doch nochmal Leinvorleger herstellen wollen müssen. Ein paar Spinnennetze packen wir auch direkt hier hin. Warum haben wir jetzt. Ach, 13, warte mal. 5 brauchen wir für diesen Pflanzenständer. Lass uns den doch mal bauen. Das haben wir alles da. Ich zeige euch jetzt mal die automatische. Du musst alles da haben, also in Kisten oder im Inventar. Und dann drückst du auf Bestätigen und der baut das. Wir gucken mal zu. Dann ist es fertig. Was baut er denn da noch? Okay, baut nichts mehr. So, da haben wir ihn. Den Pflanzenständer. Wie groß ist der denn? Den stellen wir uns auch auf den Balkon. Oder auf die Terrasse oder wie man das nennen möchte. Den irgendwie, ich wollte den gerne eigentlich so. Und dann einmal drehen. Ja, cool. Öffnen. Und dann können wir da bestimmt Blümchen reinpacken.
Haben wir noch welche in den Truhen? Guck mal, die haben wir. Ich weiß nicht, ob man die reinpacken kann, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Habe ich hier noch Blumen? Hier haben wir noch Blumen. Aber die können wir reinpacken, die leider nicht. Die ist wahrscheinlich zu klein. Oh. Die ist aber auch sehr klein. Da müssen wir halt größere Pflanzen reinpacken. Müssen wir mal schauen, was da alles reinpasst und was nicht. Aber cool. Und wie viele Tage Sommer haben wir? Nicht mehr so viele. Das heißt, ich packe jetzt nichts mehr rein, was nur noch im Sommer wächst. Alles sortieren, ja. Und den packen wir wieder weg. Der erste Leinvorleger ist auch schon fertig. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Bettchen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.